Blaze Blue Calamity Trigger war eine der Überraschungen des letzten Jahres. Fast wie aus dem Nichts tauchte das Beat'em'up auf und konnte die Spieler mit coolen Charakteren, einem durchdachten sowie fordernden Kampfsystem und wunderschöner Grafik in seinen Bann ziehen. Da schlug das Herz jedes Kampfspielliebhabers höher. Für Einsteiger war der Titel jedoch weniger gut geeignet, denn gerade das komplexe Kampfsystem dürfte den einen oder anderen Spieler doch etwas abgeschreckt haben. Das will Entwickler Arc System Works mit dem Nachfolger Blaze Blue Continuum Shift nun ändern, denn ein Großteil der Neuerungen richten sich genau an Beat'em'up-Neulinge. Das Kampfsystem in Blaze Blue Continuum Shift besteht wie schon im Vorgänger aus vier Grundangriffsarten, nämlich aus schwachen, mittleren und starken Angriffen, sowie der sogenannten Superpower. Diese lassen sich dann zu starken Kombos aneinanderreihen. Auch die Distortion Drives sind wieder mit von der Partie. Diese mächtigen Angriffe könnt ihr aber nur dann ausführen, wenn eure Heatleiste gefüllt ist. Dies geschieht, indem ihr Treffer austeilt oder einsteckt. Das Kampfsystem von Blaze Blue ist und bleibt somit eines der besten des gesamten Beat'em'up-Genres. Um brauchbare Aktionen auf den Bildschirm zu zaubern, braucht es aber perfektes Timing und vor allem viel Übung. Wem das Erlernen der Kombos zu viel Arbeit ist, für den bietet Continuum Shift den neuen Anfängermodus. Hier genügt es einfach nur mehrmals auf denselben Knopf zu drücken und euer Kämpfer lässt Attacken vom Stapel, die sich nur so gewaschen haben. Über den Anfängermodus werden Beat'em'up-Experten natürlich nur müde lächeln, aber gerade für diejenigen, die sich neu am Genre versuchen wollen, bietet er eine gute Möglichkeit, schnelle Erfolge zu feiern. Für Einsteiger ist sicherlich auch das neu hinzugekommene Tutorial interessant. Hier erklärt euch eine ziemlich dominant auftretende Trainerin jedes kleinste Detail der Kampfmechanik. Von grundlegenden Angriffsmustern bis hin zu exakten Beschreibungen der Charaktere lässt das Training keine Fragen mehr offen. Wer sich intensiv mit den Kampfstilen der Figuren beschäftigen will, erhält hier die perfekte Anlaufstelle. Blaze Blue Continuum Shift bietet die Wahl aus 14 verschiedenen Kämpfern. 12 sind allerdings schon aus dem Vorgänger bekannt, wie Ragnar the Blood Edge, Iron Tagger oder Rachel Alucard. Gerade mal zwei neue haben den Weg auf die Scheibe gefunden. Der grünhaarige Hutträger Hasama und die Kämpferin Tsubaki. Hasama, den ihr hier gerade im Bild seht, kann durch seine Superpower eine Kette beschwören, die er entweder zum Angreifen nutzt oder mit dem er sich in Windeseile über den Bildschirm bewegen kann. So kann er jede Entfernung unmittelbar überwinden, was auch bitter nötig ist, denn seine anderen Angriffe haben allesamt nur eine sehr kurze Reichweite. Tsubaki ist vor allem für Neulinge interessant, da sie relativ einfach zu steuern ist und über eine große Auswahl an Angriffsmoves verfügt. Dank ihrer Superpower kann sie ihre Angriffe zuvor auch noch aufladen und somit noch härter austeilen. Auch in Sachen Spielmodi lässt sich Continuum Shift nicht lumpen. Neben Arcade- oder Versus-Matches könnt ihr auch Herausforderungen bestreiten, in denen ihr mit den einzelnen Charakteren Moves oder Kombos nachmachen müsst. Im Legion-Modus müsst ihr Feinde besiegen, die an verschiedenen Stützpunkten positioniert sind. Sobald alle Basen unter der Kontrolle des Spielers sind, habt ihr gewonnen. Auch ein umfangreicher Story-Modus ist wieder mit dabei. Wie schon im Vorgänger wird die Geschichte der einzelnen Charaktere in unzähligen Dialogboxen erzählt. Da müsst ihr schon einiges an Zeit investieren. Es lohnt sich aber, denn die Geschichte ist interessant erzählt und bringt einem die Charaktere ein gutes Stück näher. Allerdings hätten wir uns ein paar mehr Kämpfe gewünscht. Die kommen neben dem ganzen Gerede nämlich etwas zu kurz. Die Grafik ist wie schon im Vorgänger eine echte Augenweide und sprüht nur so vor Liebe zum Detail. Wer auch nur etwas mit Anime anfangen kann, wird hier sein absolutes Eldorado finden. Die Animationen der Charaktere gehen butterweich ineinander über und die 3D-Hintergründe sind sogar noch etwas detaillierter als im Vorgänger, was angesichts dessen Detailfülle schon eine Kunst an sich ist. Auch am Sound gibt es nichts zu meckern. Egal, ob ihr die Sprache auf Englisch oder Japanisch stellt, die Synchronsprecher machen in beiden Fällen einen ausgezeichneten Job. Alles in allem kann man Blaze Blue Continuum Shift Liebhabern des Vorgängers bedenkenlos empfehlen. Zwar bietet der Titel nur einige Neuerungen, allerdings kommt das Spiel auch nur für 40 Euro in den Handel. Und allein schon der Story-Modus beschäftigt für einige Stunden. Auch Neueinsteiger können sich Continuum Shift dank des ausführlichen Tutorials und des Anfängermodus einmal anschauen.